Die warmherzige Familiensaga Unsere kleine Farm verzauberte in den 70er Jahren ein Millionenpublikum. Die Abenteuer von Vater Charles, Mutter Caroline und ihren Töchtern Mary, Laura und Carrie zogen jung und alt in ihren Bann. Wir werden das tatsächliche Alter der Stars herausfinden und vergleichen, wie sie in den 70er Jahren aussahen, wie sie heute aussehen oder wie sie zum Zeitpunkt ihres Todes aussahen. Habt ihr euch schon gefragt, wie alt die Stars heute eigentlich sind? All diese Fragen werden wir in diesem nostalgischen Video beantworten. Melissa Gilbert. In der Serie bekannt unter dem Namen Laura Ingalls. Sie spielte diese Rolle von 1974 bis 1984, als sie zwischen 10 und 20 Jahre alt war. Durch die Serie wurde sie zu einem der bekanntesten Kinderstars in den USA. Nach dem Ende der Serie spielte sie in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien mit. Melissa Gilbert war zweimal verheiratet und hat zwei Söhne. Als Schauspielerin ist sie nach wie vor aktiv, allerdings weniger als zu ihrer großen Zeit als Kinderstar in Unsere kleine Farm. Melissa Gilbert ist 59 Jahre alt und so sieht sie heute aus. Melissa Sue Anderson. Melissa Sue Anderson verkörperte Mary Ingalls, Lauras ältere Schwester, die im Laufe der Serie erblindete und Lehrerin wurde. Für diese Rolle wurde sie 1978 für einen Emmy nominiert. Nach dem Ende der Serie spielte sie weiterhin in verschiedenen Filmen und Serien mit, konnte aber nicht mehr an ihre Erfolge als Kinderstar anknüpfen. Seit 1990 ist sie mit dem Produzenten Michael Sloan verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Anderson ist nach wie vor als Schauspielerin tätig, wenn auch nicht mehr so aktiv wie früher. Dennoch ist die Rolle der Mary Ingalls bis heute ihre bekannteste. Melissa Sue Anderson ist 60 Jahre alt und so sieht sie heute aus. Allison Arngrim. Allison Arngrim wurde als Kinderstar durch ihre Rolle Nellie Allison in der Serie Unsere kleine Farm bekannt. Sie spielte diese Rolle von 1974 bis 1981 und prägte die Serie mit ihrer Darstellung der intriganten und boshaften Nellie. Nach dem Ende der Serie war sie weiterhin als Schauspielerin und seit den 1990er Jahren auch als Stand-up-Comedian tätig. Sie engagiert sich im Kampf gegen HIV und gegen Kindesmissbrauch. Auch wenn sie nicht mehr so aktiv vor der Kamera steht, ist ihre Paraderolle als Nellie Allison bis heute ihre bekannteste. Arngrim wurde 1962 geboren und ist heute 61 Jahre alt. Kevin Hagen. Bekannt in der Serie unter dem Namen Dr. Hiram Baker. Er spielte diese Rolle von 1974 bis 1983 und prägte die Serie mit seiner warmherzigen Darstellung des Landarztes. Hagen wurde 1928 geboren. Nach dem Ende von Unsere kleine Farm wirkte er weiterhin als Gastdarsteller in zahlreichen Serien mit. Neben der Schauspielerei war Hagen auch als professioneller Tänzer tätig. Er war mehrfach verheiratet und hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Mit seiner Rolle in Unsere kleine Farm schuf sich Kevin Hagen ein bleibendes Denkmal als Charakterdarsteller. 2004 erkrankte er an Speiseröhrenkrebs und starb 2005 im Alter von 77 Jahren. Michael Landon. Verkörperte von 1974 bis 1983 den Familienvater Charles Ingalls. Charles ist ein liebevoller Vater und Ehemann, der seine Familie durch schwierige Zeiten führt. Seine Charakterstärke zeigt sich in seiner moralischen Integrität, seiner Hartnäckigkeit und seinem Engagement für die Werte der Gemeinschaft und der Familie. Neben der Schauspielerei war Landon auch als Regisseur und Produzent für diese Serien tätig. Er schrieb Drehbücher und führte bei vielen Episoden Regie. Er war dreimal verheiratet und hat insgesamt 9 Kinder. Einige seiner Kinder sind ebenfalls Schauspieler und führen das Erbe ihres Vaters in der Filmindustrie fort. Landon starb 1991 im Alter von 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Karen Gressel. Bekannt in der Serie als Caroline Ingalls, die fürsorgliche Mutter der Familie. Caroline ist das Herz des Hauses, eine starke und mitfühlende Frau, die ihre Familie unterstützt und die Werte Liebe und Zusammenhalt verkörpert. Nach dem Ende der Serie wirkte sie noch in einigen Filmen und Theaterstücken mit. Gressel setzt sich für Frauenrechte ein und gründete eines der ersten Frauenhäuser für misshandelte Frauen in den USA. Gressel lebt heute in Kalifornien und ist nach wie vor als Schauspielerin tätig, wenn auch nicht mehr so häufig wie zu ihren großen Zeiten als Caroline Ingalls. Karen Gressel ist 81 Jahre alt und so sieht sie heute aus. Debs Greer. Er war der weise und warmherzige Pfarrer Robert Alden, der der Familie Ingalls immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Greer wurde 1917 geboren. Neben Unsere kleine Farm übernahm er zahlreiche Gast- und Nebenrollen in Filmen und Serien. Oft verkörperte er respektable Autoritätsfiguren wie Sheriffs oder Geistliche. Bis ins hohe Alter blieb Greer als Schauspieler aktiv. Mit seiner zurückhaltenden und ruhigen Art war Greer der ideale Darsteller für integre und weise Mentorenfiguren. Er verstarb 2007 im Alter von 90 Jahren. Catherine MacGregor. Sie wurde durch ihre Rolle als Harriet Allison in der Serie bekannt, der oft herrischen Besitzerin des örtlichen Ladens. Harriet sorgte durch ihre Rivalität mit den Ingalls und ihre komische Darstellung einer selbstbewussten Geschäftsfrau für humorvolle Konflikte in der Serie. Nach dem Ende von Unsere kleine Farm zog sie sich aus dem Film- und Fernsehgeschäft zurück. Sie trat nur noch als Theaterschauspielerin auf und arbeitete als Schauspiellehrerin. Mit ihrer Rolle als Harriet Allison schuf sie eine der einprägsamsten Serienfiguren der 1970er Jahre und frühen 1980er Jahre. MacGregor wurde 1925 geboren und verstarb im November 2018 im Alter von 93 Jahren. Jonathan Gilbert. Er porträtierte Willie Allison, den Sohn von Harriet und Nels. Willie ist anfangs ein verwöhnter Junge, der jedoch im Laufe der Serie reift und eine positive Charakterentwicklung durchmacht. Jonathan Gilbert spielt diese Rolle von 1974 bis 1983. Danach zog er sich von der Schauspielerei zurück. Er ist Bruder der Schauspielerin Melissa Gilbert, die seine Serienschwester Laura Ingalls spielte. Gilberts bekannteste Rolle blieb die des Willie Allison in Unsere kleine Farm. Heute ist er 56 Jahre alt und lebt zurückgezogen in Kalifornien. Victor French. Er verkörperte Isaiah Edwards, einen engen Freund der Familie Ingalls und späterer Adoptivvater von Albert. Isaiah bringt Humor und Weisheit in die Serie ein und ist ein unterstützender Freund in schwierigen Zeiten. French wurde 1934 geboren. Neben der Schauspielerei war er auch als Regisseur tätig. Er war zweimal verheiratet und Vater von drei Kindern. French arbeitete häufig mit Michael Landon zusammen und war mit ihm befreundet. Seine bekannteste Rollen hatte er in dessen Serien wie Unsere kleine Farm und Ein Engel auf Erden. 1989 verstarb er im Alter von nur 54 Jahren an Lungenkrebs. Matthew Labiorteux. Matthew Labiorteux spielte Albert Ingalls adoptierten Sohn, einen intelligenten und hilfsbereiten Jungen. Nach dem Ende der Serie spielte er noch einige Rollen in Filmen und Serien. Wie seine Serienfigur Albert ist auch Labiorteux im wirklichen Leben adoptiert. Weder er noch sein Bruder Patrick, der ebenfalls in Unsere kleine Farm mitspielte, kennen ihre leiblichen Eltern. Labiorteux zog sich anfangs der 1990er Jahre von der Schauspielerei zurück und arbeitet seitdem erfolgreich als Synchronsprecher. Er ist 56 Jahre alt und so sieht er heute aus.
Richard Bull. Richard Bull spielte Nels Orlison, den Ehemann von Harriet und Besitzer des örtlichen Kaufhauses. Im Gegensatz zu seiner dominanten Frau ist Nels oft sanft und freundlich, was zu amüsanten Situationen führt. Nach dem Ende von Unsere kleine Farm spielte er noch in vielen anderen Serien mit, oft in Produktionen seines Freundes Michael Landon. Mit seiner warmherzigen Darstellung des Nels Orlison prägte Bull die Serie Unsere kleine Farm. Bull wurde 1924 geboren und starb im Februar 2014 im Alter von 89 Jahren. Rachel Lindsay Greenbush und Sydney Greenbush. Die eineigigen Zwillinge Lindsay und Sydney Greenbush wurden durch ihre gemeinsame Rolle als Carrie Ingalls in der Serie bekannt. Carrie wächst während der Serie auf und bringt eine erfrischende Unschuld und Neugier in die Handlung. Nach dem Ende ihrer Schauspielerkarriere machten beide ihren Schulabschluss. Lindsay hat eine Tochter und zwei Stiefkinder. Von ihrem Mann lebt sie getrennt. Sydney war in zweiter Ehe verheiratet, ihr Mann verstarb 2009. Sie nimmt erfolgreich an Rodeo-Wettbewerben teil. Die Zwillinge leben heute sehr zurückgezogen und sind kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Lindsay und Sydney Greenbush sind heute 53 Jahre alt. Und damit endet unser nostalgischer Streifzug durch unsere kleine Farm. Wir haben einen Blick zurück auf die Stars der warmherzigen Familiensaga geworfen und herausgefunden, was aus ihnen geworden ist. Einige haben uns leider schon verlassen, andere leben heute abseits der Öffentlichkeit. Doch ihre Rollen in der Serie bleiben unvergessen. Unsere kleine Farm begeistert auch heute noch neue Generationen von Zuschauern. Die Abenteuer der Familie Ingalls verzaubern jung und alt. In meiner Kindheit war es meine Lieblingsserie und auch heute schaue ich sie immer wieder gerne an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal.